Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf TennoTV. Mein Name ist Mario und ich präsentiere euch heute meinen Videotest zu Star Fox Zero, dem Reboot der Star Fox-Reihe, das am Freitag, den 22. April für die Nintendo Wii U in Europa erscheinen wird. Star Fox Zero ist wie gesagt ein Reboot der Reihe, das heißt Kenner werden so einige bekannte Dinge wiederfinden, aber es gibt zum Glück auch einiges Neues, was wahrscheinlich nicht zuletzt der Entwicklungskooperation zwischen Nintendo und den Platinum Games geschuldet ist. Dieser Test ist weitestgehend spoilerfrei. Ich werde nur so ein bisschen was zum Anfang der Geschichte erzählen. Ihr braucht euch aber keine Sorgen zu machen, irgendetwas zu verpassen im Spiel, wenn ihr meinen Videotest guckt, sondern ich werde nur vom Anfang ein bisschen erzählen und alles andere beschränke ich auf Gameplay, Grafik und so weiter. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Mit Star Fox 64, hierzulande besser bekannt als Lylat Wars, hat Nintendo auf dem N64 einen echten Klassiker geschaffen, der mir persönlich auch heute noch Spaß macht. Mit Star Fox Zero versuchen sie nun daran anzuknüpfen und unglückliche Titel wie Star Fox Assault oder das scheinbar nur von mir geliebte Star Fox Command vergessen zu machen. Deshalb tut Star Fox Zero so, als hätte es all diese Spiele nie gegeben und ignoriert damit, dass das Team rund um Fox McCloud bereits auf der Vorgängerkonsole das Lylat-System erfolgreich beschützt hat, als die Armee des verrückten Wissenschaftlers Andros angegriffen hat. Und damit meine ich wirklich alles, was in Star Fox 64 passiert ist. Drei Piloten brachen damals auf. Mein Vater James, sein Freund und Kamerad Peppy Hare und Pygma Denga, der sich freiwillig für jene Mission gemeldet hatte. Bevor man jedoch in das Spiel eintauchen kann, muss man zwingend ein Tutorial spielen, um die Steuerung kennenzulernen. Lange Zeit war es ein Qualitätsmerkmal, dass man bei Nintendo-Spielen eben dies nicht tun musste. Jetzt haben sie nach den ersten Previews auf den diversen Messen im letzten Jahr aber wohl kalte Füße bekommen, weil die Steuerung tatsächlich nicht wirklich von alleine gelernt werden kann. So bekommt man in dieser Trainingsmission vor allem die wohl größte Neuerung der Reihe erklärt. Den zweiten Bildschirm. Was ist denn Phoenix? Ach so, es gibt schon ein Star Fox Spiel mit zwei Bildschirmen. Auf dem Nintendo DS? Ja, das weiß ich doch. Star Fox Command habe ich gerade eben selbst erwähnt. Hörst du mir nicht zu? Wäre ich der Richter, würde ich jetzt bedeutungsschwanger mit dem Kopf schütteln und dir ein Leben abziehen. Hinsetzen. Wo war ich? Ach ja, zweiter Bildschirm. Der wird auf der Wii U natürlich nicht nur für eine Karte genutzt, sondern für eine zweite Ansicht auf dasselbe Geschehen. Während man auf dem Fernseher die übliche Außenansicht auf den Arwing von Fox hat, wird auf dem Gamepad die Ansicht direkt aus dem Cockpit dargestellt. Dazu aber später mehr. Was man in diesem Tutorial-Level auch lernt, sollte man noch nie etwas von Star Fox gehört haben, ist, was man im Spiel eigentlich tun muss. Durch den Weltraum fliegen und ballern. Man steuert sein Schiff, den Arwing, mit dem linken Stick auf dem Gamepad und setzt den rechten Stick für besondere Manöver ein. Zweimal nach rechts oder links führt die legendäre Rolle aus. Do a barrel roll. Nach oben beschleunigt und nach unten bremst ab. Mit ZR feuert man den Laser des Arwings ab, der sich übrigens nicht nur aufladen, sondern auch verbessern lässt. Allerdings nur für die eine Mission, die man gerade spielt. Dazu findet man Upgrades, die die Schüsse stärker machen und später sogar dafür sorgen, dass man bei aufgeladenem Laser zwei Ziele gleichzeitig anvisieren kann. Daneben kann der Arwing auch eine Wende und einen Looping fliegen sowie Bomben abwerfen, sofern man welche dabei hat. Diese kann man ebenso in den Missionen finden und einsammeln. Sollte die Energie des Arwings zur Neige gehen, kann man sie über silberne und goldene Ringe wieder aufladen. Die goldenen Ringe erfüllen neben der stärkeren Regenerierung noch den zusätzlichen Zweck, sich neue Versuche zu sichern. Scheitert man nämlich, dann muss man die Mission nicht von vorne anfangen, sondern wird nur zum Start der aktuellen Phase zurückgesetzt. Phasen sind die zweite Neuerung im Spiel. Die Missionen sind in verschiedene Phasen eingeteilt, die unterschiedliche Missionsziele haben. In Mission 1 muss man zum Beispiel erst Cunaria von zahlreichen Feinden befreien, um dann in Phase 2 den Stützpunkt vom Auftraggeber General Pepper zu beschützen, bevor in Phase 3 ein fetter Boss kommt. Stirbt man nun beim Bosskampf und hat noch Versuche übrig, dann muss man nicht bei Phase 1 anfangen, sondern startet bei Phase 3. Neben dem Arwing gibt es noch zwei weitere Sitzplätze für Fox, den Landmaster und den Gyrowing. Doch bevor ich auf die eingehe, kommt Neuerung Nummer 3, Verwandlungen. Durch einen Druck auf die A-Taste lässt sich der Arwing ab Mission 2 in einen Walker verwandeln, der für erhöhte Mobilität in engen Platzverhältnissen sorgt. Praktischerweise erfordert der Boss von Mission 2 genau das. Da man sich danach jederzeit verwandeln kann, kann man witzige Dinge tun, wie in einer Weltraumschlacht einfach mal auf dem Mutterschiff von Team Star Fox, der Great Fox, herumzulaufen.
Nun aber zu den anderen beiden Gefährten. Der aus Star Fox 64 schon bekannte Landmaster ist auch mit dabei. Dabei handelt es sich um einen Panzer, der folglich für Bodenmissionen geeignet ist. Auch er kann seinen Laser aufladen und dann mehrere Feinde anvisieren und natürlich auch eine Rolle durchführen, um auszuweichen. Später im Spiel bekommt auch er eine Verwandlung und dann kann man mit ihm fliegen, solange die Turboleiste aufgeladen ist. Das letzte Fahrzeug ist der Gyrowing, ein sehr langsames Fluggerät, mit dem man in Levels unterwegs ist, die weniger Feuerkraft, dafür aber mehr Beweglichkeit in drei Dimensionen benötigen. Er lässt sich über den linken Stick beschleunigen und drehen und über den rechten Stick steigen, senken und zur Seite kippen. Mit ihm spielt man auch einen gewissen Stealth-Level, den es auf dem N64 auch schon gab, der jetzt aber irgendwie komplett anders ist. Insgesamt ist der Fahrzeugpark von Star Fox wirklich gut. Allerdings ist mir persönlich der Gyrowing zu langsam. Ich möchte in Star Fox Action im Weltraum und auf fremden Planeten erleben und nicht durch kleine Levels schleichen, möglichst ohne entdeckt zu werden. Das U-Boot scheint es nicht mehr zu geben. Zumindest habe ich es noch nicht zu Gesicht bekommen. Das wäre mir als drittes Fahrzeug wesentlich lieber gewesen als der Gyrowing. Der Unterwasserlevel von Star Fox 64 war schon etwas ganz Besonderes und ich hatte mich auf etwas Vergleichbares sehr gefreut. Aber wer weiß, vielleicht muss ich nur noch genauer suchen. Denn anders als im schon oft genannten alten Spiel funktioniert hier die Geschichte etwas anders. Statt fest vorgegeben 7 Levels spielen zu müssen, bevor man den Abspann sieht, kann man sich nun im Lilith-System frei bewegen. Das hat den großen Vorteil, dass die Entwickler einiges mehr an Inhalten ins Spiel packen konnten. Man hat allerdings auch nicht mehr die Möglichkeit, die Story schnell durchzuspielen und es danach nochmal zu versuchen, immer auf der Suche nach neuen Wegen zum Ziel. Mir persönlich gefällt das nicht so gut, denn es geht dabei die Möglichkeit verloren, das Spiel mal eben schnell durchzuspielen. Man kann das zwar recht leicht simulieren, aber das ist irgendwie nicht dasselbe. Es gibt aber nach wie vor alternative Enden für verschiedene Missionen. Je nachdem, welches Ende man erreicht, schaltet man geheime Levels frei. So gibt es zum Beispiel in Corneria eine kaum versteckte Abzweigung, die man aber beim ersten Durchgang noch nicht nehmen kann. Wenn man den Level also später nochmal spielt, dann kann man diesen Weg nehmen und trifft dann auf einen Boss, den man während der normalen Geschichte nicht zu Gesicht bekommt. Auf die Art gibt es einige Abzweige, die man nehmen kann, aber nicht muss. Meistens sind die alternativen Routen deutlich schwerer als der normale Weg, wobei auch der normale Weg schon kein leichter ist. Hier und da gibt es bei Star Fox Zero echt harte Nüsse zu knacken. So gibt es beispielsweise ein Level, in dem man Raketen davon abhalten muss, durch ein Portal zu fliegen. Da sie sich dem Portal schnell nähern und nur schwer zu zerstören sind und gleichzeitig auch noch die Great Fox angegriffen wird, hat man echt alle Hände voll zu tun. Erwähnenswert sind auch die Bosskämpfe. Zum Glück wurde hier nur wenig recycelt und wenn, dann haben die Bosse jetzt einen neuen Kniff. Alle haben sie gemeinsam, dass sie nicht leicht zu bezwingen sind. Ich habe häufig mehrere Anläufe gebraucht. Manche Bosse sind dabei auch noch hartnäckig, lassen sich also auch bei perfektem Skill nicht schnell besiegen, sondern müssen Schritt für Schritt ausgeschaltet werden. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle natürlich den letzten Kampf. Der hat mich teilweise zur Weißglut getrieben. Und als ich ihn dann das erste Mal geschafft hatte, war auch das wirklich eng. Mein Energiebalken war quasi nicht mehr sichtbar. Aber so gefreut habe ich mich schon lange nicht mehr. Nun noch ein paar Worte zur Technik und zur Steuerung. Die Grafik ist tatsächlich wie vorher befürchtet eher durchwachsen. Das liegt aber nicht an fehlenden Details oder schlechten Effekten, sondern vielmehr daran, dass die Entwickler die zwei Bildschirme, die permanent simultan von der Wii U berechnet werden müssen, über die Framerate gestellt haben. Zwar läuft das Spiel die meiste Zeit flüssig, aber sobald mehrere Gegner angegriffen werden oder größere Explosionen stattfinden, geht die Framerate für kurze Zeit spürbar in die Knie. Da ich persönlich kein großer Freund der zwei Ansichten bin, ist das natürlich aus meiner Sicht eine schlechte Entscheidung. Mir wäre es lieber gewesen, das Spiel sähe besser aus und liefe dauerhaft flüssig, statt zwei Ansichten zu haben. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch betonen, dass Star Fox Zero tatsächlich das erste Spiel von Nintendo auf der Wii U ist, das den Bildschirm auf dem Gamepad so nutzt, dass dadurch eine ganz neue Spielerfahrung entsteht. An sich sind die zwei Ansichten ja auch nicht schädlich, wäre da nicht die taktische Ansicht. Auch die ist per se nicht schlecht. Drückt man nämlich ZL, dann fixiert die Kamera auf dem Fernseher immer das aktuelle Ziel, egal wohin man fliegt. Damit kann man sich vor allem in Duellen mit einem gewissen anderen Team helfen, um mal kurz zu schauen, was der Gegner gerade so tut. Es gibt jedoch ein paar Bosskämpfe, bei denen die taktische Ansicht fest eingestellt ist.
Der fette Boss, den man durch den Abzweig in Conaria findet, ist so ein Beispiel. Hier wird man von fetten, zielsuchenden Lasern beschossen. Man muss also gekonnt ausweichen. Was aber echt schwer ist, wenn man plötzlich eine ganz andere Ansicht auf dem Bildschirm hat, als bei 90% des Spiels. Zwar ist es hilfreich, den Gegner die ganze Zeit zu sehen, aber es gibt eben auch Momente, wo es besser wäre, das Schiff von hinten zu sehen. Mir ist vor allem nicht verständlich, warum man diese fast immer optionale Ansicht völlig willkürlich hier und da dem Spieler aufzwingt. Davon unabhängig ist die Steuerung aber sehr gelungen, auch wenn sehr viele Tasten auf dem Gamepad belegt sind. Das Einzige, was mir hier und da Probleme bereitet hat, ist die A-Taste. In hektischen Situationen habe ich sie häufig gedrückt, um zu feuern, habe damit aber dann den A-Wing in einen Walker verwandelt, was im Weltraum echt wenig hilfreich ist. Erwähnen möchte ich auch noch die deutsche Sprachausgabe, die, wenn meine Ohren mich nicht täuschen, von denselben Sprechern aufgenommen wurden wie beim 3DS-Remake von Star Fox 64. Star Fox, auf geht's! Ich finde es super, dass Nintendo dem Spiel deutsche Sprecher spendiert hat. Das macht das Spiel auf jeden Fall sehr viel zugänglicher. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum zwar noch andere Sprachen dabei sind, man die aber nur auswählen kann, indem man die Spracheinstellung der Wii U-Konsole ändert. Wieso nicht ein Sprachmenü einbauen, damit jeder selbst entscheiden kann, in welcher Sprache das Spiel ertönen soll und nicht jedes Mal 4 Minuten warten, bis die Wii U die Sprache umgestellt hat. Zum Abschluss noch wenige Worte zum Umfang. Der hält sich in etwa die Waage mit Star Fox 64, wenn man die Geschichte alleine betrachtet. Star Fox Zero hat aber wesentlich mehr Geheimnisse zu bieten und somit auch mehr zu entdecken und damit einen höheren Wiederspielwert. Für meinen ersten Durchgang habe ich knapp 7 Stunden gebraucht. Mittlerweile habe ich etwa doppelt so viel gespielt und bin immer noch weit weg von fertig. Meine Skills und nicht zuletzt auch meine hin und wieder auftretende Wut über meine eigene Unfähigkeit werden es aber auch nicht zulassen, dass ich jemals alles erreicht habe. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Insgesamt ist Star Fox Zero ein gelungenes Reboot der Reihe. Die Entwickler von Nintendo und Platinum Games haben eine ganze Menge richtig gemacht. Sie haben viele der sehr guten Star Fox-Elemente sehr gut in die Moderne geholt, modernisiert, fit gemacht und wirklich ein tolles Gameplay-Erlebnis geschaffen. Allerdings, ich habe ja schon ein paar Kritikpunkte genannt, gibt es auch einige Dinge, die das Spiel unnötig blöd machen, um es mal so zu sagen. Die Zwei-Kamera-Ansicht ist das eine, wenn die taktische Ansicht erzwungen ist, was ja bei manchen Bosskämpfen der Fall ist, finde ich unmöglich, warum man das nicht optional lässt. Es gibt einfach keinen Grund dafür, das zu erzwingen. Und das andere ist eben, dass man zwar in der Story noch verschiedene Routen hat, aber nicht mehr so arcade-lastig das Spiel in 7 Missionen durchspielt und dann halt nochmal durchspielt und nochmal durchspielt und immer wieder andere Wege und Routen findet, sondern sich hier in der einen Story bewegt. Diese zwei Kritikpunkte, die sind durchaus präsent, die das Spiel für mich ein bisschen nach unten gezogen haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein gelungenes Reboot. Das Einzige, was mir persönlich noch fehlt, ist ein Online-Mehrspieler-Modus. Natürlich Koop am besten, denn die 3 Teammitglieder, die Fox da hat, die sind weitestgehend nutzlos und eigentlich könnte Fox die ganze Zeit auch alleine kämpfen. Außer vielleicht in der einen oder anderen Schlacht, wo sie eben gegnerisches Feuer auf sich ziehen und man als Fox ein bisschen Ruhe hat. Aber ansonsten sind sie echt weitestgehend nutzlos. Und das könnte man ändern, indem man einen Online-Koop einbaut und man eben alle 4 selber steuern könnte. Martin hat das in der letzten Nintendo-Show sehr gut erklärt, wie man sich das gut vorstellen könnte. Ja, wie gesagt, der Online-Mehrspieler-Modus fehlt. Unterm Strich ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel teilweise sogar, das ich Star Fox-Fans auf jeden Fall ans Herz lege. Probiert es aus, spielt es, es macht eine Menge Spaß. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht, auch für viele Frustmomente gesorgt, aber dann ist es umso besser, wenn man es dann doch mal geschafft hat. Von daher komme ich nur noch zu meiner Note, die beträgt 82% und damit, wie gesagt, ein gutes bis sehr gutes Spiel, was ihr euch mal angucken solltet. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Mario.